Ihr müsst also sein Herz finden und das Feuer auslöschen. Wie mache ich das? Nun, Lia Li kennt die Worte und verfügt über das Wissen, um das Herz des Jungen zum Verlöschen zu bringen. Ja, das tut sie. Aber Lia Li benötigt ihr eigenes Herz, um das Wissen einsetzen zu können. Der Junge hat das Herz vor langer Zeit gestohlen. Er bewahrt es bei sich auf. Das tut er. Findet Lia Lis Herz und findet auch Yagashuras Herz, Botrit. Bringt sie beide zu ihr. Lia Li wird das Herz dann für immer auslöschen. Hehe. So überrascht, so schockiert wird er sein. Wo könnte ich diese Herzen finden? Welche Belohnung erhalte ich, wenn ich die Herzen beschaffe? Das fragen wir nicht. Wir wollen ja Yagashura besiegen. Nun gut, ich werde die Herzen für euch beschaffen und dann zurückkommen. Nein, ich vertraue euch nicht. Ich bin noch nicht bereit, euch zu helfen. Wo könnte ich die Herzen finden? Der Junge hat Anhänger um sich geschart, lebt mit ihnen in den Feuerberg. Das tut er. Nihale weiß nicht, wo er hat ihr armes Herz dort versteckt. Sein Herz sicher auch. Nihale weiß das. Nun gut, ich werde die Herzen suchen und dann zu euch zurückkommen. Ja, hehe, Lia Li wird ihre Rache bekommen. Oh ja, geht, Brutkind, geht und findet Lia Lis armes Herz, bringt mir das Herz des Jungen ebenfalls. Lia Li kann es kaum erwarten. Ja, nach Datum sortieren. Yagashura besiegen. Ist das hier? Ich habe eine Hexe namens Lia Li den Ruin des alten Baal-Tempels in der Lichtung der Geister getroffen. Nihale hat Yagashura aufgezogen und ihn gelehrt, wie man sein eigenes Herz aus dem Körper entfernen kann. Das brennende Herz, das sich außerhalb seines Körpers befindet, ist das Geheimnis seiner Unverwundbarkeit. Nur wenn man es auslöscht, kann er getötet werden. Nihale ist bereit, mir diesen Gefallen zu tun, verlangt jedoch, dass ich ihr nicht nur sein Herz bringe, sondern auch ihr das ihre, welches ihr von Yagashura im wahrsten Sinne des Wortes gestohlen wurde. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Ja, das war's ja auch schon im Tempel. Mehr können wir hier nicht erkunden. Allerdings gab's hier oben noch was, was wir plündern können. Und natürlich gibt's noch Gegner. Braucht ihr etwas? So. Nymphenträne, die klingt besonders. Legende sagen, dass Nymphen, die an gebrochenen Herzen sterben, in ihrem Tod Tränen aus Kristall weinen. Diese seltene Art von Edelstein ist auf eine gespenstische Weise schön und anmutig und lässt die Legende fast glaubwürdig erscheinen. Wenn man den perfekten Edelstein zu lange anblickt, wird man von einem Gefühl der Traurigkeit und Sehnsucht förmlich übermannt. Den behalten wir, weil ich habe das Gefühl, dass der wertvoll ist. Die Wolfspelztasche, die habe ich auch immer noch. Ein Eispfeil für Imoen. Ich glaube, die Bolzen kann ich verkaufen. So. Was immer ihr wünscht. Das heißt, eigentlich sollte ich jetzt ins Einspringen so zurückkehren und rasten. Wir sind ja schon ein bisschen angeschlagen. Ich kann aber wenigstens noch in die wandernden Berge reisen. Das Gebiet ist auch nicht recht, noch nicht recht groß. Also ja, jetzt kehren wir ins Einsprengsel zurück. Wir können ja mal kurz unseren kleinen Freund zu der Nymphenträne ausfragen, ob er was weiß darüber. Genauso wie zu dem Meteoritenerz. Wenn ihr es wollt. Cespina stolz, den großen. Ja, zeigt mir, was ihr könnt. Ja, Auge des Tür. Ja, den kennen wir auch schon. Ja, das
Also der Datenteil ist nicht hier. Nun, wenn wir so, wenn ihr sofort die Stift frei von Nesterin und den bronzenen Ionenstein habt, ja. Ich gucke weiter, aber langsam gehen. Ja. Okay. Das ist vielleicht was hier. Noch was. Darf ich eure Schuhe ordnen? Ja. Dachte ich mir, ihr hättet vielleicht die Teile für einen Herzhohlring. Ihr seid tolles Rezept für einen Druiden. Benötigt aber einen Eichenring und eine Nymphenträne. Das ist ein Edelstein, was ihr noch nicht gewusst habt. Aber das ist ja auch egal. Was? Also wir brauchen noch einen Eichenring. So, jetzt nur, ich will auch schon... Aber ich kann euch sagen, es sieht nicht gut aus. Vielleicht kennt ihr euer Zeugs ja besser als ich. Wer weiß das schon. Nun, nichts mehr da, wo ich was machen kann. So viel dazu. Aus und vorbei. Okay, also... Schön, euch zu sehen und sowas. Die beiden Sachen hebe ich auf. Und ja, eigentlich könnte ich cheaten und mir einfach die Rezeptliste mal rausschreiben oder so, was ich alles für was bräuchte. Wir haben hier übrigens noch viel offen, nämlich, ja, von 5 Prüfungen haben wir gerade mal eine gemacht. Bin mal gespannt, wann die zweite kommt. Und ja, es gibt auf der Baldur's Gate Seite eine Liste mit allen Schmiederezepten für Kespenar, die riesengroß ist. Er bringt mich dorthin zurück, wo ich von wo ich kam. Genau. Natürlich. Und dann gehen wir mal kurz aus Jux und Tollerei ins Militär, ins Armeelager. Ah, hier ist nicht viel. Wenn es das ist, was ihr wollt. Also wir könnten weiter reingehen, aber ich glaube, da würden wir nur Yagashura ins Maul laufen. Das will ich nicht so unbedingt. Mint, ich möchte einen Hamster. Gut. Was? Nun, das ist eine bewundernswerte Entscheidung. Aber Bo steht nicht zum Verkauf an. Ich glaube nicht, dass sie Bo meint. Nicht Bo, ihr Dummerchen, ich will meinen eigenen Hamster. Ich kann ja sehen, wie beruhigend er für euch ist. Offenbar ist es auch nicht besonders schwierig für ihn zu sorgen. Also dachte ich mir einfach, oh, also dann besorgt euch doch einen. Und natürlich gibt es nur eins, nur sehr wenig Voraussetzungen. Nahrungsschutz und vielleicht so ein kleines Laufrad. Ich habe nur gute Dinge über diese kleinen Laufräder gehört. Warum hat Bo dann keins? Nun, ich will ja nicht gleich ein. Ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass ich mich unterwegs so gut um meinen Hamster kümmern kann wie ihr. Aber vielleicht, wenn das hier alles vorbei ist. Aber sicher doch. Bo ist ein einzigartiges Exemplar und extrem widerstandsfähig. Habe ich schon erwähnt, dass er ein Mini-Riesen-Weltraum-Hamster ist? Das habe ich doch sicher erwähnt. Ja, oft genug. Ja, das habt ihr, Minz. Das habt ihr. Okay, das sieht wieder Weg weiter aus. Das hier sieht aus... Ach du meine Güte. Wir waren im Einsprengsel nicht rasten. Ich habe nur mit Kasper geredet. Kespenar, nicht mit Kasper. Auch wenn er ein Kasper ist. Also ja, bevor wir uns mit dem Feuerriesen prügeln, rasten wir. Was wir zum Glück sehr gut können. Fragt nur. Keine große Herausforderung. Auch wenn das Einsprengsel nicht gerade gemütlicher Ort zum Rennen schlafen ist. Okay, wenn es einzelne sind, sind sie... Mit was ist der bitte bepackt, ey? Wenn es einzelne Feuerriesen sind, sind sie nicht sonderlich gefährlich. Für die Gefallenen. Vor allem die hier komischerweise nicht. Königstränen.
So, bei wem habe ich vorhin einen Trank verbraucht? Bei Minsks. Und ja, wir haben wieder viel zu viele Heiltränke. Und wenn ich hier reingucke, haben wir noch viel mehr. Was möchtet ihr? Ja, wenn ich mir überlege, ab Icewind D2 sind das Tränke für leichte Wunden heilen, für mittelschwere Wunden heilen und für schwere Wunden heilen. Was ein bisschen einfacher zu managen ist. Da wäre eine Höhle. Ja, zu Yagashuras Lagerstätte. Allerdings will ich da jetzt noch nicht gleich reingehen, weil ich mich noch nicht im Rest umgesehen habe. Ach, herrje. Wo kommen die beiden Prügelknaben jetzt schon wieder her? Sag mal, Keldon. Ich war, erzählt mir mehr davon. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Ja, okay. Da Minsk wohl bekommst. Das sollte nämlich ausreichen. Ist hier oben noch ein Feuerriese. War ja klar, dass er noch mindestens eins weiter ist. Also, wie ich die einschätze, haben sie jede Menge Heiltränke dabei. Also haben wir die auch gleich mal auf den Putz. Und irgendwie war es ja auch klar, dass die Feuerberge ein riesiger Vulkan sind. Oh. Oh nein, wir sind entdeckt worden. Meine Balbrutfreunde kämpft. Tob der Tapfere. Merlinius. Tibit. Und Oh Gott, das ist das Chinchilla-Kaninchen. Muss wohl was anderes ausprobieren. Automatische Pause, Falkgesichte, doch ein Feuerriese. Oh Gott, ey. Okay, der hat etwas mehr drauf. Ja, bei dem Kaninchen musste ich jetzt gerade an eine Anspielung auf die Monty Pythons denken. Hatte er wenigstens irgendwas Besonderes dabei? Nö. Katana plus 1. Und der Goblin, der hat sicherlich auch nichts Gescheites dabei. Nur ein Schwert.
Bogen. Und ein paar Pfeile, +1. Okay. Wenn es das ist, was wir wollen.